Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich glaube, der ein oder andere weiß, dass ich ein übelster Fan von Pulverisieren-Druiden bin. Deswegen war es für mich total wichtig, dass ich mit dem Pulverisieren-Druide auch das Schlachthaus schaffe. Und der Pulverisieren-Druide nach einigen Änderungen schafft das Schlachthaus auch jetzt richtig easy. Also bis Stufe 5 ist es easy machbar. Das Ganze sogar ohne Uber-Unix. Ich trage zwar hier aktuell noch Harlekins Krone, weil ich sie habe, aber das schafft ihr auch ganz easy mit Vasilis Gebet. Bei Vasilis Gebet ganz wichtig, dass ihr da einen High Roll habt auf den Überwältigungsschaden, dass ihr da wirklich nochmal 100% oben drauf bekommt. Und anstatt 2000 Max Life von Harlekin kriegt ihr hier nur 1200 Max Life. Dafür habt ihr aber die Stellung mit dabei. Also auch mit Vasilis Gebet schafft ihr das easy peasy und ihr habt da den Vorteil, dass ihr im ultimativen Modus auch irgendeine Macht drücken könnt, weil das dann zu einer Wehrwehrfertigkeit wird. Aber ich habe jetzt aktuell meinen Sweet Spot bei Stufe 3 mit dem Druiden, habe auch schon die Glyphe implementiert hier und die ist natürlich abnormal, ne? 90% erhöhter Schaden mal X, das hat meinen Schaden komplett hochgebastelt und ich bin jetzt bei jeglicher Schaden von 278%, also wirklich extrem zum Vergleich, wenn man die Glyphe rausnimmt. Ist das ein Vielfaches weniger? Mal hier hin. Hopp, hopp, hopp. Dann sind wir gerade mal bei 100%. Also sieht man mal, wie viel Schaden diese neue Glyphe macht. Aber ich habe, wie gesagt, für Schlachthaus Stufe 1 auch ohne diese Glyphe geschafft. Sonst hätte ich die Glyphe nicht, witzigerweise. Wichtig ist dafür, dass ihr die Änderungen vornehmt, die ich im Bild implementiert habe. Den Bild habe ich wie immer unten verlinkt. Wichtig ist natürlich, die Vampirfertigkeit hier reinzunehmen, die euch Death gibt, wenn ihr Leben verliert. Und ganz wichtig, das ist das Wichtigste, ist wirklich verrückt, wenn ihr das gleich auch seht. Ich glaube, ich werde es auch in Thumbnail packen. Aber der Druide, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, Druide hat mit Abstand die meiste Rüstung, weil ihr auf der Hose, die noch nicht mal perfekt ist, gesamte Rüstung habt und gesamte Rüstung in Werbegestalt. Und das Krasse ist, auf unersättliche Wut gibt es auch noch mal gesamte Rüstung in Werbegestalt. Ihr kennt das ja normalerweise, hat man auf der Rüstung normal gesamte Rüstung prozentual. Hier hat man aber bis zu 70% Rüstung in Werbegestalt. Und das ist auch übelst wichtig. Das heißt, sucht euch auf jeden Fall eine gute unersättliche Wut. Die gibt es einmal bei Gregor, mittlerweile relativ easy zu farmen, oder beim Ice Beast. Dort könnt ihr unersättliche Wut farmen und euch die besorgen. Wie gesagt, ganz wichtig, Überwältigungsschaden und gesamte Rüstung muss da sehr hoch sein. Bevor ich euch jetzt hier den Dungeon zeige, noch eine wichtige Sache. Im Bild unten in dem Fähigkeitstree werdet ihr sehen, dass ich diese Attacke hier drin habe, anfallen. Das liegt daran, dass ich Harlekins Krone spiele und ich in Werbeerform dann nicht diesen Erdspieß drücken kann. Deswegen, wenn ihr Harlekins Krone spielt, dann Anfallen benutzen. Wenn ihr Vallisilis Gebet spielt, dann Erdspieß spielen. Das hat was damit zu tun, was ihr in der ultimativen Form einsetzen könnt oder nicht. Wie gesagt, diese Änderung zwischen Erdefertigkeit und Werbefertigkeit, das gibt es bei Harlekins Krone nicht. Ist also nicht unbedingt die bessere Choice, aber Harlekins Krone hat halt diesen extremen Vorteil von diesen 4 Rängen, die man zusätzlich bekommt und 20% Schadensreduktion. Ich habe jetzt hier mal einen Dungeon gezündet und dann werdet ihr sehen, der Barbar, sage ich schon, der Druide haut richtig viel Schaden raus. Ich kann hier auch mal eben die Schadenzahlen anmachen, damit ihr das seht. Es sind sogar an. Und also ist wirklich, was den Schaden angeht, sowieso krass. Das war auch schon vorher gut genug, meiner Meinung nach. Aber mit der Glyphe jetzt natürlich nochmal viel, viel krasser. Der große Vorteil zum Magier zum Beispiel, das habe ich hier gerade natürlich direkt wieder meine Lieblingsgegner, die Schilddudes. Der große Vorteil gegenüber dem Magier bei den Schilddudes ist, bei Magier muss ich immer ganz nah an den Schilddude ran, um den dann zu besiegen. Mit dem Druiden haue ich einmal auf den Boden und alles fällt um. Und dann trifft man sehr wahrscheinlich auch immer den Typen mit dem Pfeil da dran. Das ist ein extremer Vorteil. Und dann, was ich gleich mal zeigen will, ist einmal die Rüstung, was auch auf jeden Fall in den Thumbnail kommt. Wenn wir gleich mal ein paar Gegner angegriffen haben, guckt euch mal bitte die Rüstung an. 21.000. Also ich kenne keine Klasse, die so viel Rüstung hat. Und ich vielleicht, manchmal sieht man es auch, 3, 4, ich habe auch schon 8 Millionen Schaden gesehen. Also der Schaden ist auch echt okay für Pulverisieren-Bild. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass ja Crit und Verwundbarkeit, worauf der ja vorher basiert hat,
komplett rausgenommen wurde und man jetzt ja nur noch auf Überwältigung geht. Überwältigung, muss ich auch sagen, auch im Vergleich zum Barbaren zum Beispiel, treffe ich echt oft. Also man hat ein, zwei Quellen mehr als der Barbar, zumindest mal auch Quellen, die öfter procken. Also sowas wie, wenn man gesund ist in Werwehrform oder einfach viele Gegner killt. Das hat man hier beim Pulverisieren, finde ich, viel eher als jetzt zum Beispiel beim Barbaren. Und ich komme damit echt viel besser klar. Ganz wichtig war für mich eigentlich nur Tibolds Wille rauszunehmen und dann so viel wie möglich auf Death zu gehen, damit hier nicht so viel Schaden reinkommt. Entweder macht ihr das natürlich durch Schadensreduktion, das ist sowieso wichtig, oder halt eben durch die gesamte Rüstung, die ich euch eben gezeigt habe, einmal auf unersättliche Wut und auf der Hose. Und natürlich ganz wichtig, die Widerstände komplett hoch zu haben. Da müsst ihr auf jeden Fall auch drauf schauen, dass die Widerstände auf jeden Fall auf Max sind, weil das ist eigentlich so der Number One Killer im Run. Auch noch eine Sache, die Bloodseeker, die jetzt gleich kommen, da muss ich mich kurz konzentrieren, weil die sind gerade bei Builds, die kein Melted Heart benutzen, sehr viel schwieriger, weil die sehr viele verschiedene Schadensarten reinhauen und man die nicht so einfach wegtanken kann. Und ihr seht schon, ich struggle hier schon bei den normalen Gegnern mit der Tankiness. Der Schaden geht super klar, aber der Tank-Faktor, der ist da echt ein bisschen, lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Da ist eine Explosion, die wollen wir natürlich nicht hitten. Und natürlich ein Problem sind die Ressourcen. Wenn ich jetzt keine Ressourcen mehr habe. Okay, der macht jetzt gerade nichts, habe ich natürlich ein bisschen Glück. Aber ist auf jeden Fall Stufe 1, easy machbar. Als Tipp, versucht am Ende, weil die Blattsieger sind wirklich ein Problem, wenn ihr da nicht den Überwältigungskrit raushaut, versucht euch da einen Schrein aufzusparen. Ich habe auch schon überlegt, ob es vielleicht hier auch Sinn macht, den Likander, Avarion Likander Stab mit reinzunehmen. Da müsste man halt pulverisieren, auf 120% runterschrauben und vielleicht auf die Handschuhe und das alles ein bisschen abändern. Da könnt ihr selber ein bisschen rumtüfteln, vielleicht habt ihr da eine coole Idee. Aber ich fand es einfach mal cool zu sehen, dass der Pulverisieren-Bild auch das Schlachthaus schafft. Jetzt level ich hier noch eben eine Glyphe, die ist mittlerweile auf Stufe 3. Ich glaube auch nicht, dass ich die diese Season etwas höher bekomme. Wir können mal ganz kurz in die Geister sägen. Ist eigentlich nur eine Sache wichtig, dass ihr die Überwältigung bei 20 Tötungen habt und nochmal die Crit-Chance hoch habt. Der Rest ist nicht ganz so relevant. Und wie gesagt, achtet auf das Anfallen und Erdspießding. Ansonsten ist hier alles gleich geblieben. Ohne Paragon-Board habe ich eigentlich nur eine Glyphe ausgetauscht, diese hier. Und an verschiedenen Stellen Knotenpunkte rausgenommen und hier reingepackt. Wichtig ist halt auch, dass ihr hier auf jeden Fall auf 540 Geschicklichkeit kommt, damit ihr den Widerstandsbonus bekommt, den ja auch eure Glyphe gibt. Und umso mehr ihr durch die Glyphe hier am Bonus bekommt, umso mehr könnt ihr andere einzelne Widerstandspunkte rausnehmen und woanders wieder reinvestieren. Wenn ich jetzt also die Glyphe auf 10 oder 20 hätte, würde ich hier einen Bonus bekommen auf alle Widerstände und könnt ihr den jetzt zum Beispiel rausnehmen und dann vielleicht hier unten in 2% Leben mit reinpacken. Also so könnte man, sollte der Modus später so reinkommen, was ich nicht glaube, aber wenn es so später der Fall wäre, könnte man so später arbeiten in dem Druidenbild. Ich bin mir aber auch sicher, dass es da draußen noch etliche andere Pulverisieren-Builds gibt mit einem anderen Paragon-Board, was auch super funktioniert. Deswegen schaut da einfach mal ein bisschen selber nach, wie ihr das am liebsten bauen wollt. Ich finde es hier jetzt eigentlich ganz cool. Das war es soweit mit dem Druiden. Wie gesagt, ich wollte euch das so unbedingt mal zeigen. So könnte man eventuell auch den Druiden dann bauen, wenn es das Schlachthaus wirklich im finalen Game gibt. Schon mal als Info, vielleicht für Season 3 oder wenn es soweit ist. Aktuell läuft ja auch das Midwinter Xmas Event. Holt euch da auf jeden Fall alle Belohnungen ab. Wenn ihr dazu mehr sehen wollt, checkt mal das Video hier an der Seite ab. Ansonsten würde ich mich wie immer sehr über ein Follow freuen. Ganz viele von euch haben noch kein Follow rausgehauen. Macht das auf jeden Fall mal, würde mich sehr freuen. Lasst ein Like auf dem Video da und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.